Wir haben der EVG ein drittes, erneut verbessertes Angebot vorgelegt. Die EVG hat das pauschal abgelehnt, ist nochmal auf ihre ursprünglichen Forderungen zurückgegangen und hat keinen Millimeter signalisiert, sich auf einen Kompromiss zu bewegen zu wollen. Zu sagen, wir sollen jetzt ein erneutes Angebot vorlegen, das wäre dann das vierte Angebot, ohne dass überhaupt ein Signal für die Kompromissbereitschaft besteht, ist keine Grundlage für eine Gesprächsrunde, ist keine Grundlage für Verhandlungen. Und die EVG ist nun eindeutig am Zug, entsprechende Signale zu senden. Es macht keinen Sinn, ein weiteres Angebot rauszulegen. Man hat irgendwie das Gefühl, man bietet gegen sich selbst. Das macht wirklich keinen Sinn, sondern dann auf ein Angebot, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Ich glaube, das ist der nächste Schritt und ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, immer bei Verhandlungen, egal welche Verhandlungen es sind, muss man sich aufeinander zubewegen und das ist eigentlich der Schritt, den erwarten wir jetzt von der EVG und dann glaube ich auch, dass es gelingen kann.